Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie das Atommodell nach dem Wissenschaftler Dalton aussieht. Dalton hat Ende des 19. Jahrhunderts gelebt und sich mit den Atomen befasst. Er hat sich vorgestellt, dass diese wie Kugeln geformt sind und 5 Regeln aufgestellt, die für alle Atome gelten sollten. Zum einen sagt er, alles besteht aus Atomen und die Atome sind der kleinste, nicht mehr teilbare Teil von jedem Stoff und jedem Element, das wir kennen. Des Weiteren sagt er, bei einem Element sind alle Atome gleich. Das heißt, wenn ich ein Element vorliegen habe, ist die Masse und das Volumen jeder Atome dieses Elementes identisch. Sein drittes Axiom war, dass jedes Element auch automatisch eine eigene Atomsorte bedingt. Das heißt, wenn ich 5 verschiedene Elemente vorliegen habe, sind das auch 5 verschiedene Sorten von Atomen, die sich in Masse und in Volumen unterscheiden. Sein viertes Axiom besagte, Atome sind unveränderlich. Wenn ich eine chemische Reaktion habe beispielsweise, können Atome weder erzeugt noch zerstört werden. Sie bleiben halt immer vorhanden, egal in welcher Reaktion man sie auch verwendet. Und sein letztes Axiom besagt, in einer chemischen Reaktion ordnen sich die Atome einfach nur neu an. Das heißt, ich habe beispielsweise 2 Ausgangsstoffe. Diese würden sich in der chemischen Reaktion neu anordnen, wobei keines verloren geht und auch keines hinzukommt, nur die Zusammensetzung nachher eine andere ist. Jetzt hast du die Grundaxiome und Grundannahmen von John Dalton kennengelernt in seinem Atommodell. Beim weiteren Lernen wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg und sage auf Wiedersehen.